Heute ist ein schwarzer Tag für das Internet und der Grund ist natürlich die Urheberrechtsreform in Straßburg. Dazu aber gleich mehr. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Meine Wikiwelt. Ja, ich habe es schon gesagt. In Straßburg hat das EU-Parlament die Urheberrechtsnovelle angenommen und das halte ich für eine schlechte Entscheidung für Europa, für die Zukunft und für die Meinungsfreiheit und für die Entwicklung der Internetkultur. Ja, es hat ja im Vorfeld reichlich Proteste gegeben und reichlich Kontroversen, aber das alles hat nichts geholfen. Das EU-Parlament hat sich zumindest über den Willen der jungen Generation hinweggesetzt und hat nach meinem Dafürhalten eine Urheberrechtsnovelle beschlossen, die im Grunde genommen nach den Kategorien und den Begriffen des 20. Jahrhunderts gestrickt ist und die einen Versuch darstellt, wenn man so will, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Gut, werfen wir mal einen kleinen Blick in die Presse und was dort an Kommentierungen es gegeben hat. Fangen wir dazu an mit dem Leitmedium des deutschen Internets und das ist nun mal Spiegel Online. Hier schreibt Patrick Beuth, die Zukunft soll gefälligst warten. Digitalpolitik als Abwehrmittel. Eine Mehrheit der EU-Abgeordneten unterstützt die missratene Reform des Urheberrechts. Sie bremst Innovationen aus und benachteiligt Urheber sogar. Also dieser Überschrift und Unterüberschrift beim Spiegel kann ich ausnahmsweise mal unumschränkt zustimmen. Ja, ich sehe das genauso. Im Jahre 2019 reichlich nach Binse klingende Erkenntnis steht gleich am Anfang des Entwurfs zur künftigen Urheberrechtsrichtlinie. Die rasanten technologischen Entwicklungen führen zu einer ständigen Wandel in der Art und Weise, wie Werke und sonstige Schutzgegenstände geschaffen, erzeugt, vertrieben, verwertet werden. Es entstehen laufend neue Geschäftsmodelle und neue Akteure treten auf den Plan. Ja, in der Tat, das sind Gemeinplätze. Weiter schreibt der Autor, 348 Abgeordnete haben das mit dem Wandel und den neuen Akteuren offenbar als Warnung interpretiert. Also stimmten sie einer Reform zu, die vor allem alte, etablierte Strukturen zu schützen versucht, Medienhäuser und Rechteinhaber. Ja, der Autor kommt dann auch darauf zu sprechen, dass zum Beispiel das Leistungsschutzrecht dort, wie es auch jetzt in der Urheberrechtsnovelle eben mit auf europäischer Ebene eingeführt wurde, dass das noch nicht mal das angestrebte Ziel erreicht, nämlich Verlegern, wenn man so will, zu helfen. Und der Autor verlinkt auf einen anderen Artikel von ihm selbst, wo er das eben noch mal ein bisschen genauer ausführt. Und zwar hat die Bundesrepublik Deutschland ein ganz, ganz ähnliches Leistungsschutzrecht bereits beschlossen. Patrick Beuth schreibt hierzu, Leistungsschutzrecht für Presseverleger ignorieren, bis es zu spät ist. Selten war ein Gesetz so dysfunktional wie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Die Bundesregierung weigert sich, das einzugestehen, weil sie es in der ganzen EU einführen will. Und er bilanziert hier Folgendes. Denn bisher hat das Gesetz den Verlegern 13 Mal mehr Prozesskosten verursacht, als es an Lizenzzahlungen eingebracht hat. Das geht aus den Geschäftsrichtlinien der VG Media hervor. Sie vertritt die Interessenten der Pro-Leistungsschutzrecht-Verlage, darunter Springer, Funke, Dumont und Matzak. Weiter ist es. Google hat noch überhaupt keinen Cent an Verlage gezahlt und so war das Gesicht offensichtlich auf den mit galaktischem Abstand größten News-Aggregator Google News gemünzt ist. Ja, Hintergrund ist der, dass Google dann einfach sagt, naja, also wenn wir da was zahlen sollen dafür, dass wir irgendwelche Nachrichtenartikel verlinken, dann nehmen wir einfach die entsprechenden Nachrichtenartikel aus Google News raus. Ja, das können sie ja machen. Und dann sind natürlich die Verlage im Zugzwang und sagen, naja, so haben wir das nur auch nicht gedacht. Eigentlich hätten wir schon ganz gerne, dass ihr das verlinkt. Und dann sagt Google, naja, können wir machen, aber dann müsst ihr uns eine kostenlose Lizenz ausstellen dafür, dass wir das machen. Ja? Also mit anderen Worten, Google hat mittlerweile eine solche Marktmacht, dass sie auch in diesem Fall dann die Bedingungen diktieren können und auch weiterhin
nichts dafür bezahlen muss, dass sie eben die Nachrichten bei Google News verlinken. Und das war aber eigentlich, wenn man so will, der Hauptgegenstand, der hier mit dieser Novelle, der bundesdeutschen Novelle des Leistungsschutzrechts angestrebt wurde. Ja. Schließlich heißt es noch, Kollateralschäden hat das Leistungsschutzrecht auch noch. Innovative Medienbeobachtungsdienste wurden vor Gericht gezerrt, weil ihnen niemand sagen wollte oder konnte, was genau kleinste Textabschnitte sind. Also kleinste Textabschnitte sind sozusagen erlaubt zu verlinken, aber eben keine kleinsten Textabschnitte, ohne dass eben genau definiert ist, was das genau sein soll. Und von den wenigen Google-Alternativen haben einige einfach aufgehört, die Inhalte der VG Medien Verlage zu verlinken, also ihr Angebot für ihre Nutzer verkleinert. Ja, also man sieht, ein Gesetz, das wirklich eigentlich nichts taugt, das auch selbst dem selbstgesteckten Anspruch nicht genügt. Und das wurde nun grandioserweise eben auch hat nun Einzug gefunden in die EU-Richtlinie zur Novelle des Urheberrechts. Ja, es hat natürlich heftige Proteste gegeben. Ich war ja am Samstag auch in Berlin auf der Demo. Da werde ich am Schluss noch mal ein bisschen was von zeigen, weil es da auch ganz interessante Plakate gab. Gut, wenn man nun schaut, wer sich positiv äußert, der Bundesverband der Musikindustrie und die Verwertungsgesellschaft GEMA, die von der Reform profitieren dürften, begrüßen die Entscheidung des Parlaments ebenfalls. Die Verabschiedung der Urheberrechtsrichtlinie ist ein großer Schritt für die europäische Kultur- und Kreativwirtschaft, sagt BVMI-Chef Florian Drücke. Das gelte besonders für die Musikbranche, die seit Jahren Plattform YouTube stärker in die Verantwortung nehmen will. Natürlich muss ich sagen, dieses Grundanliegen dieser Gesetzesnovelle ist nicht prinzipiell verkehrt. Ich finde es auch richtig, dass Google einen Teil der Gewinne, die sie damit machen, dass sie eben irgendwelche Musik verbreiten, dass sie davon auch was abgeben muss und dass da die Kreativen eine bessere Vergütung verdient haben. Ja, also es ist, wenn aktuell Musik hochgeladen wird, schwarz, ne, urheberrechtlich geschützte Musik, dann ist es da ziemlich schwer, dem beizukommen. Gerade wenn man jetzt nicht irgendwie bei einem großen Musikverlag ist, die sozusagen alles automatisiert auch mit dem Content-ID-System verlinken, also für sozusagen kleine Kreative ist das in der Tat sehr mühselig. Denn sie müssen praktisch da per Hand hinterherlaufen, dass die Musik irgendwie vergütet wird oder dass sie runtergenommen wird, etc. Also es ist tatsächlich, der Ist-Stand ist tatsächlich für kleine Kreative nicht so erquickend. Aber was man eben mit dieser Urheberrechtsnovelle gemacht hat, ist im Grunde genommen Konzepte, wenn man so will, der analogen Welt des 20. Jahrhunderts versucht, auf das 21. Jahrhundert zu übertragen. Und da ist die Idee zu sagen, ja, alles, was irgendwie veröffentlicht wird, muss explizit lizenziert werden. Ja? Anstatt irgendeine Regelung zu schaffen, die erstens eine großzügige Regelung hat für Fair Use, also dass bestimmte kleine Bestandteile von kreativen Werken auch unentgeltlich genutzt werden dürfen, ähnlich wie das in den USA möglich ist. Das finde ich eigentlich eine relativ gute Regelung. Und bei größeren Zitaten, da würde ich dann eben so etwas schaffen, wie das Christian Solmecke vorgeschlagen hat. Er hat vorgeschlagen, dass im Internet mit multimedialen Inhalten und Texten ähnlich zu handhaben, wie das jetzt schon bei der VG Wort läuft mit gedruckten Texten. Wie läuft das bei der VG Wort? Alle technischen Geräte oder Medien, die dazu geeignet sind, eben gedruckte Texte zu vervielfältigen, wie zum Beispiel Scanner, wie Kopierer, ja, müssen einen gewissen Beitrag vom Verkaufspreis an abgeben. Die Gesellschaft, die in Deutschland dieses Geld verteilt, das ist die VG Wort. Das heißt, man erlaubt, dass aus Büchern prinzipiell was kopiert wird, zum Beispiel zu Studienzwecken oder zu anderen Zwecken.
Aber dafür, dass Kopierer das im Prinzip können, müssen die Kopiererhersteller etwas zahlen. Ja? Und dieses Geld wird eben an die Autoren verteilt. Ja? Und genauso eine ganz ähnliche Regelung könnte man eben für das Internet, für die im Internet verbreiteten Inhalte treffen, dass zum Beispiel eben Anbieter von multimedialen Inhalten wie Facebook, wie YouTube, wie Google auf den Traffic, den sie produzieren oder auf die Datenmenge, die sie im Internet verteilen, dass da eine gewisse Abgabe erhoben wird für sozusagen die Bestandteile dessen, was verbreitet wird, die sozusagen Urheberrecht unterliegen und dass das in einer ähnlichen Verwertungsgesellschaft dann eben an die Kreativen auch ausgezahlt wird. Das fände ich eine zeitgemäße Lösung. Wie gesagt, bei der VG Wort gibt es sowas Ähnliches schon. Das heißt, im Prinzip ist dieses Modell tragfähig. Ja? Und es hat eben nicht diese absurden Konsequenzen, dass dann irgendwelche kleinen Plattformanbieter möglicherweise mit allen Lizenzinhabern der Welt irgendwelche Verträge abschließen müssten oder aber irgendwie gegen so ziemlich alle urheberrechtsgeschützten Werke irgendwie prüfen müssten, was natürlich technisch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja? Und auch Upload-Filter ist eben eine ganz, ganz schlechte Idee. Wie sollen Upload-Filter berechtigte Zitate oder Parodien von einfachen Plagiaten unterscheiden? Das halte ich auch gegenwärtig für technisch noch nicht umsetzbar, auch mit den besten KI-Algorithmen. Und dann heißt das eben, im Zweifelsfall werden die Plattformen eher mehr als weniger blocken. Das heißt, ich werde dann möglicherweise auch solche Beiträge wie eben, wo ich eben Zeitungsartikel zitiere und kommentiere, das ist dann möglicherweise auch schon etwas, worum man in Zukunft bangen muss. Und das halte ich schon für eine ganz, ganz gefährliche und schwierige Sache. Gut, paar interessante Informationen habe ich hier noch zusammengetragen. Zunächst mal das Abstimmungsverhalten. Gibt es eine Übersicht, ich glaube, das hat die Piratenpartei gemacht, welcher Abgeordnete wie abgestimmt hat. Und ich werde mal vorlesen, welche Parteien mehrheitlich oder zum Teil für die Urheberrechtsreform gestimmt hat. Das ist CDU/CSU. Die Grünen haben mindestens mit einer Stimme auch für die Reform gestimmt und auch von der Bernd-Lucke-Partei, also dieser AfD-Abstimmung, haben zwei Abgeordnete für die Reform gestimmt. Nee, ich sehe es gerade, bei den Grünen waren es auch zwei. Ansonsten haben alle anderen dagegen gestimmt. Und an der Stelle komme ich nicht umhin, tatsächlich eine Wahlempfehlung für die Europawahl auszusprechen. Und ich werde mit Sicherheit keine Partei wählen, die hier dieser Urheberrechtsnovelle zugestimmt hat. Und ich fände es nicht schlecht, wenn das eben möglichst viele genauso handhaben würden. Ja, dann kann man natürlich fragen, ja, wie ist das Verhalten des Parlaments zu bewerten, bezogen auf die Meinung in der Bevölkerung? Da habe ich bei T-Online eine Umfrage dazu gefunden. Also wie würden Sie es bewerten, wenn Internetplattformen alle Nutzerinhalte bereits vor dem Hochladen auf Urheberrechtsverletzungen prüfen müssten? Sehr positiv 23%, eher positiv 20%, neutral 18,3%, eher negativ 16%, sehr negativ 22%. Also wenn man das zunächst mal sieht, würde man schon sagen, naja gut, dass die jetzt durchgekommen ist, kann man zumindest nicht als eine Vergewaltigung des Volkswillens interpretieren, sondern tatsächlich war in der Bevölkerung eine leichte Mehrheit für zumindest dieses eine Anliegen der Urheberrechtsreform. Auch wenn natürlich das hier jetzt die Frage jetzt natürlich so gestellt ist, dass vielleicht mehr Menschen zustimmen würden, wenn man das anders formuliert hätte, wenn man eher so die Gefahren sozusagen noch mit in die Frage hineingenommen hätten, wäre vielleicht auch das Abstimmungsergebnis schon anders ausgefallen. Aber was jetzt entscheidend ist und interessant ist, wie die Altersverteilung aussieht. Also wir sehen hier ganz klar, die junge Generation der unter 39-Jährigen
sieht, also hat diese obige Frage eben negativ beantwortet und die Älteren beantworten sie eben tendenziell positiv. Ja. Und das ist natürlich wiederum eine Sache, wo man sagt, naja, wie zukunftsfähig ist eine solche Regelung? Ist hier nicht letztlich ein Gesetz geschaffen worden, das nach dem Denken der älteren Hälfte der Bevölkerung gemacht wurde, für aber eine Zukunft, in der natürlich die Jüngeren dominieren werden? Und wir sehen eben aktuell einen Umbruch in der Kultur, einen Umbruch im Denken und auch im Verständnis eigentlich von dem, was Urheberrecht ist. Stichwort Meme. Ja? Also Meme gehören einfach für viele zum Internet dazu. Und da wäre eben sowas wie eine Fair-Use-Regelung, die es eben auch nach wie vor gestatten würde, auch urheberrechtsgeschütztes Material in gewissen Grenzen zur Erstellung von Memen eben verwenden zu dürfen, wäre da für mich eine zeitgemäße Regelung und nicht so, wie das alte, knöcherne Europa jetzt hier demonstriert hat, dass es im Grunde genommen, ja, man muss es so sagen, noch nicht richtig im 21. Jahrhundert angekommen ist. Eine weitere kleine Information, die ich noch wichtig finde, nämlich, dass die Große Koalition, zumindest deren Vertreter, die für diese Novelle gestimmt haben, tatsächlich den Koalitionsvertrag gebrochen haben. Dort heißt es nämlich, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Ja, viele Experten oder die meisten Experten sind sich aber darin einig, dass die Formulierung dieser Gesetzesnovelle eben so gestaltet ist, dass sich das nur mit Upload-Filtern realisieren lässt, was eben in diesem Gesetz gefordert wird. Noch eine kleine Information am Rande. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie sozusagen die einzelnen Länder abgestimmt haben. Ich habe folgende Grafik gefunden, die das nach Ländern aufschlüsselt. Leider habe ich dann festgestellt, es betraf eine andere Abstimmung aus dem Jahr 2018. So würde ich mir sozusagen für die aktuelle Abstimmung auch wünschen, und zwar aus folgendem Grund. Wenn es einen politischen Raum Europa gibt, ja, dann möchte ich doch irgendwie einen Begriff davon haben, wie sozusagen die einzelnen Länder tendenziell ticken. Ja? Und das kann ich eben nur dann mir einen Begriff bilden mit der Zeit, wenn es derartig aufgeschlüsselte Abstimmungsergebnisse gibt. Jetzt habe ich das aktuell nicht bekommen. Das zeigt für mich aber, wie unterentwickelt im Grunde genommen noch der politische Raum in Europa ist. Denn zum Beispiel von den deutschen Bundesländern habe ich durchaus einen gewissen Begriff davon, wie die so politisch ticken. Wie Bayern tickt, ja, da ist die CSU eben traditionell stark. Wie die neuen Länder ticken, wie die norddeutschen Länder ticken, die vielleicht eher ein bisschen links sind oder linker sind, ja, wie die süddeutschen Länder ticken, etc. Ja, aber auf der europäischen Ebene ist das eben deutlich schwieriger. Zum einen hat man eben sehr viel mehr Länder und zum anderen gibt es doch zwischen diesen Ländern relativ wenig bis keinen Informationsfluss. Und wie gesagt, so eine Darstellung wie hier wäre für mich an der Stelle ganz wichtig gewesen, um eben auch einzuschätzen, wie die unterschiedlichen Länder eben politisch so ausgerichtet sind in so einer zentralen politischen Frage. Gut, ich habe es ja schon gesagt, ich war auf der Demo. Ich möchte jetzt zum Ausklang, auch wenn die Demo ja in ihrem Grundanliegen letztlich nicht erfolgreich war, leider, zum Ausklang möchte ich doch ein paar Bilder von der Demo zeigen, mit ein paar Schildern und das auch vielleicht ein bisschen kommentieren. Gut, ja, das ist... Ein Augenblick, ich muss das hier noch zurechtrücken. So. Das ist selbst wieder sozusagen auch ein Beispiel für ein Meme. Halt, Stopp, hier bleibt alles, wie es ist. Ja, finde ich. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein Schmunzeln wert. Dann haben wir hier das nächste Plakat. Lasst euch
das Internet doch wenigstens kurz erklären, bevor ihr es kaputt macht. Ja, ich glaube, das ist vielen jüngeren Leuten aus der Seele gesprochen. Das denn Inhalt des nächsten Plakats, gut, da habe ich ein bisschen heftig mit dem Daumen das Ganze verdeckt, aber ich denke, man kann noch erkennen, was draufsteht. Denkt dran, wir sind Wähler. Ja? Also da wird eigentlich auch wieder daran appelliert, dass wir unseren Unmut mit dieser Entscheidung auch an der Wahlurne in, ja, in einigen Wochen kundtun können. Hier weiter noch ein Schild, GEMA-Doppelpunkt, da künstliche Intelligenz Autos einpacken kann, erkennt sie auch Parodien. Ja, das glaube ich in der Tat nicht, denn Einpacken ist ein mehr oder weniger technischer Vorgang. Ja, da geht es darum, irgendeine Bewegung in der Raumzeit auszuführen. Ja, das ist technisch sehr viel weniger anspruchsvoll als die semantische Erschließung eines Textes, um da rauszufinden, ob es sich um eine Parodie handelt oder nicht. Also ich glaube, das ist wirklich extrem schwer einem Algorithmus beizubringen. Ich glaube, so weit sind wir möglicherweise auch in 100 Jahren noch nicht, dass das einigermaßen zuverlässig geht. Ja, dann hier ein Bild, fand ich auch ganz lustig. Das ist, glaube ich, von Herrn Newstime, der dort mit dem Axel Voss gesprochen hat. Memes sind ja auch nicht mehr möglich, hat der Newstime gemeint. Axel Voss, wer ist nicht mehr möglich? Fragezeichen. Also mit anderen Worten, völliges Unverständnis, was für die jungen Generation mittlerweile selbstverständlicher Teil der Kultur ist. Das ist auch ein wichtiges Plakat. Hier steht drauf, Ronja muss arbeiten, ist aber auch sauer. Und das verweist natürlich auf einen wichtigen Zusammenhang, dass wir nur in dem Maße sozusagen uns zivilgesellschaftlich organisieren können, indem wir auch eine gewisse ökonomische Freiheit haben. Und wer mit drei Jobs sozusagen sich am Leben halten muss, der hat eben auch den Kopf nicht frei, um sich zu engagieren. Ja. Das ist also, finde ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ja, ich will mal sagen, das Aufzehren der Mittelschicht ist hier natürlich so gesehen auch demokratietheoretisch sehr bedenklich. Ja, das ist hier nochmal der Demowagen. Man sieht, das ist gar nicht so groß, verglichen mit der Größe der Demonstration. Ich habe auch keine irgendwie offiziellen Vertreter oder offiziellen, ja, Kooperationen irgendwie, die zum Beispiel in den Rundfunkräten ja auch irgendwo vertreten wird, als Vertreter Zivilgesellschaften, also weder Kirchen noch Gewerkschaften noch Parteien habe ich gesehen. Ja, ich glaube, die Piratenpartei war schon dabei, da habe ich was gesehen, die Piratenflagge. Ich glaube auch, die Demo in Berlin war von den Piraten angemeldet, das weiß ich nicht. Aber ansonsten, die sozusagen alten Spieler der Zivilgesellschaften haben sich alle vornehm zurückgehalten. Ja, hier noch ein paar Impressionen und dann zu guter Letzt. Abwarten,
es dauert jetzt, glaube ich, noch bis zu 2 Jahren, bis das eben nationales Recht wird. Und vielleicht ist es ja doch möglich, den ein oder anderen Pferdefuß an diesem Gesetz im nationalen Recht ein bisschen abzuschwächen. Für mich ist das Thema auf jeden Fall politisch nicht beendet, denn es zeigt doch einen Grundkonflikt, den wir heute haben. Es geht um das Internet und das kulturelle Potenzial des Internets und die Art und Weise, wie das Internet unsere Kultur verändern kann und wie es auch im Positiven, denke ich, auch verändern sollte. Und wie hier sozusagen die Besitzstandswahrer sich dagegen wehren. Das alte Europa macht da wirklich aktuell ganz, ganz schlechte Figur. Und wenn man jetzt so viel über den Brexit spricht und dafür wenig Verständnis hat, also im Augenblick kann ich mir durchaus vorstellen, warum es eben doch Gründe dafür gibt, der EU den Rücken zu kehren, wenn von der EU derartige Politik betrieben wird. Man darf ja auch nicht vergessen, die Europäische Union ist aufgrund ihrer Größe ja sehr viel anfälliger für Lobbyismus und ein zivilgesellschaftlicher Widerstand ist sehr viel schwerer zu organisieren, ja, über die Landesgrenzen hinweg. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn aus Brüssel deutlich mehr Kröten zu schlucken sind für das politische Volk als vielleicht aus Berlin oder von der Landespolitik. Ja, also ich glaube, je näher die Gebietskörperschaft an der Bevölkerung ist, umso eher wird sie auch tendenziell im Sinne der Bevölkerung operieren. Also gerade auf Gemeindeebene habe ich schon den Eindruck, dass in der Regel die Regierungen bemüht sind, das Beste für ihre Bürger zu tun. Aber je höher man kommt, ich glaube, so höher ist einfach auch die Gefahr, dass der Korruption, dass diese Systeme sich abschließen, dass sie völlig eigenen Gesetzlichkeiten folgt und eben die Demokratie, was das anbelangt, gefährden. Ja, das war's von meiner Seite. Kein schöner Tag. Wir sollten ihn aber in Erinnerung behalten und wir sollten in der Zukunft, vor allem was das Wahlverhalten anbelangt, auch so handeln, dass wir daraus die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.